Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu mal wieder einer Art News-Video. Heute möchte ich euch ganz kurz ein paar Hintergrundinfos geben zu dem, was eigentlich gerade so vor ein paar Tagen passiert ist, nämlich dem bislang größten aufgezeichneten Denial-of-Service-Angriff überhaupt, und zwar auf GitHub. Warum man GitHub angreifen würde, habe ich keine Ahnung. Das ist ein bisschen, naja, seltsam, aber okay, ich möchte euch trotzdem vorstellen, was da eigentlich passiert ist und wie ihr dafür sorgen könnt, dass ihr nicht Teil von diesem Denial-of-Service-Angriff seid oder wart oder wie auch immer. Und ja, das ist ein bisschen erschreckend gewesen für mich, aber der Angriff war einfach in so einer Größenordnung, das ist einfach nur gigantisch gewesen. Also 1,35 Terabyte pro Sekunde, das muss man sich mal geben, ihr habt vielleicht eine 100er Leitung. Das heißt, ihr habt ja ungefähr so, naja, 10.000 Mal so viel, was ihr runterladen könnt, haben die einfach als Traffic bekommen. Und klar, dass da die Services mal kurz nicht erreichbar waren, aber ich habe nicht mal was davon mitbekommen. Das heißt, die haben das ohne Probleme einfach so weggesteckt. Ja, muss man auch erstmal schaffen. Wir wollen uns trotzdem heute um die Schwachstelle kümmern, die ausgenutzt wurde. Denn man würde jetzt vielleicht denken, ja, hier so ein Angreifer, der muss ja so enorm viel Rechenleistung gehabt haben oder so ein gigantisches Botnetz gehabt haben, dass da so ein Angriff möglich war. Nein, hatte er nicht. Er hat einfach eine Schwachstelle ausgenutzt und das war Memcached, so wurde sie zumindest von Cloudflare genannt, die sich ja mit den Denial-of-Service-Angriffen ziemlich gut auskennen. Und ja, wir wollen uns kurz angucken, wie das Ganze eigentlich aussieht. Okay, also zunächst einmal, Memcached ist eine Applikation, die den Server etwas entlastet. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel, keine Ahnung, wird eigentlich überall genutzt, also Facebook, Twitter, Reddit, YouTube, übrigens auch GitHub nutzt Memcached. Und das ist schon ziemlich krass, weil, ja, aber okay, es ist sehr, sehr weit verbreitet, sagen wir es einfach mal so. Und das Problem ist eine Schwachstelle, die Folgendes möglich macht. Der Angreifer schickt einfach ein bisschen Traffic an so viele UDP, also so viele Server, wie er möchte, via UDP an dieses Memcached eben. Und UDP bedeutet, er kann einfach das Paket hinschicken und bekommt direkt eine Antwort. Das heißt, es wird keine Verbindung aufgebaut, wie das zum Beispiel bei TCP der Fall ist. Jetzt, warum ist das schlimm? Naja, wenn wir UDP haben, also keine Verbindung haben, dann kann der Angreifer einfach als Absender, also man muss natürlich immer eine Absendeadresse angeben, also damit ich jetzt irgendwie mit YouTube kommunizieren kann, muss ich immer irgendwie eine Adresse angeben, über die YouTube mich erreichen kann. Das ist meine IP-Adresse. Das heißt, ich gebe sozusagen meine IP-Adresse an YouTube und YouTube weiß, hey, okay, das Antwortprotokoll, das Antwortpaket, also sprich zum Beispiel die Daten mit diesem Video hier drin, die kommen wieder an diese IP-Adresse. Per UDP kann ich das natürlich auch machen, aber da wird nicht überprüft, ob meine IP auch wirklich meine echte IP ist. Das heißt, ich kann zum Beispiel einfach hergehen und sagen, hey, YouTube, schick bitte die Daten an irgendeinen Server und der Server bekommt dann einfach Daten, die er nicht erwartet, was natürlich ein bisschen seltsam ist, vor allem für den Server, aber ja, normalerweise, wie gesagt, muss hier die echte Absender-IP-Adresse rein, also das ist, sonst könnte ich ja einfach Traffic für jemand anderen generieren. Das wird über TCP zwar sichergestellt, über UDP aber nicht, das heißt, über UDP kann ich einfach was hinschicken und der, naja, der Server weiß überhaupt nicht, was da, oder ob das wirklich meine Absender-IP-Adresse ist. Das heißt, ich würde quasi auf dem Brief einen falschen Absender drauf schreiben und wenn jemand antwortet, dann schreibt er halt an die falsche Absender-Adresse. Und so hat man das im Endeffekt gemacht. UDP ist aus genau diesem Grund eigentlich mittlerweile ziemlich am Aussterben. Allerdings, Memcached benutzt das immer noch. Und das war das große Problem. Vor allem hat man eben, wenn man eine Anfrage stellt an den Server, also über dieses Memcached eben, eine Statusanzeige möchte, dann werden aus, keine Ahnung, 13 Byte oder sowas, die man da hinsenden muss, kommen einfach gewaltige 51.000 Mal so große Antworten zurück. Also so viel größer, wie man es eigentlich nur, ja, sich gar nicht mehr vorstellen kann. Das heißt, der Angreifer schreibt einfach an jeden Server, der dieses Memcached benutzt, schreibt er so eine Anfrage rein und bekommt dann eine riesige Antwort zurück. Damit würde er sich quasi selber überlassen, aber wenn er als Absender IP-Adresse einfach zum Beispiel GitHub eingibt, dann bekommt einfach GitHub diese gigantische Antwort. Und wenn das wirklich jetzt zur gleichen Zeit einfach an jeden Server geht, dann schicken einfach alle Server irgendwie eine Antwort an GitHub, obwohl eigentlich der Angreifer diese Anfrage gestellt hat. Sprich, GitHub wird einfach völlig überlastet mit 51.000 Mal dem, was der Angreifer überhaupt schicken konnte. Sprich, mit gigantischem Traffic.
Und das müssen nicht mal irgendwie böse Server sein, sondern das sind einfach ganz legitime Server, wie zum Beispiel jetzt YouTube-Server, Reddit-Server, mein Server zum Beispiel auch und so weiter und so fort. Das ist schon echt heftig gewesen und ja, das Opfer ist natürlich dann ziemlich ausgelastet. Kurze Statistik, Memcache wurde zwar schon für Reflection Denial of Service Angriffe, das ist genau das, genutzt, allerdings ja, lang nicht so krass. Wir sehen hier am 24.02. hat es erstmals angefangen und dann wurde es immer mehr und immer mehr bis eben zu diesem gigantischen Denial of Service Angriff auf GitHub und dort hat man dann gemerkt, ey, halt stopp, da ist vielleicht was faul, lass uns da mal ein bisschen genauer reingucken und genau das. Wie können wir überprüfen, ob wir angreifbar sind? Wie können wir uns dagegen schützen? Und ja, genau das wollen wir im Endeffekt machen jetzt. So, tatsächlich war mein Server auch angreifbar, was ich nicht ganz so geil finde, aber ja, ist so. Ihr könnt jetzt nämlich ziemlich leicht überprüfen, ob euer Server angreifbar ist, indem ihr einfach ein kleines Echo ausführt. Denn ja, Memcached läuft auf dem Localhost tatsächlich und da ist es auch wirklich sinnvoll, das laufen zu haben. Aber es sollte natürlich von außen nicht erreichbar sein, vor allem sollte nicht die Schwachstelle erreichbar sein. Und das können wir jetzt überprüfen, indem wir hier einfach mehrere 0 Bytes schicken. Also x00 bedeutet einfach hexadezimal 00, also sprich 0 Byte. Das schicken wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Das ist jetzt quasi die Schwachstelle, die wir hier wirklich probieren. Halt, stopp. 5 mal 0 Byte, dann einmal ein 1 Byte und dann nochmal ein 0 Byte. Und dann sagen wir einfach, wir wollen Stats. Backslash R, Backslash N. So, jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht vertippt habe. Das Ganze wollen wir pipen und zwar wollen wir das an jetzt den Localhost senden mit Netcat. Netcat kennt ihr vielleicht aus meiner Hacking-Reihe. Mit den Optionen Q1 und wir wollen das Ganze über UDP-Traffic schicken. An 127.0.0.1 und an den Port. Und das ist jetzt wichtig, denn Memcached läuft nur über diesen Port hier. Ups, sorry. 11211. So. Also 11211, das ist quasi der Port von Memcached und wir sehen jetzt hier, wenn ich hier irgendwas bekommt, was nicht leer ist, also diese ganzen Dinger hier, dann habt ihr sozusagen eine Schwachstelle hier. Das heißt, ihr seid sozusagen angreifbar und das ist natürlich das, was wir nicht haben wollen. Ihr könnt das Ganze auch überprüfen, wenn ihr kein, also das ist jetzt quasi auf dem Server gewesen, ihr könnt das Ganze auch überprüfen, wenn ihr keinen direkten Zugriff auf den Server habt. Das macht ihr mit nmap. Dann euer Target, also zum Beispiel the-morpheus.de. Nmap kennt ihr ja wahrscheinlich aus meiner Pentesting-Reihe, hoffentlich. Port ist natürlich immer noch derselbe, das heißt 11211 oder 11211. Achso, halt, da muss ich sudo sein für. Dann minus su, weil wir über UDP schicken wollen und oder über UDP testen wollen, ob überhaupt was kommt. Und dann haben wir hier ein Script und zwar memcached. Ups, minus Info. Das ist quasi ein Script für Nmap, das euch sozusagen genau das überprüfen soll. So, und ja, wir sehen hier, TCP ist filtert, das ist schon mal gut, aber UDP ist immer noch open. Und, beziehungsweise open filtert. Und ja, wir wollen das Ganze jetzt natürlich ein bisschen unterbinden, sage ich jetzt einfach mal dazu. Also, wir sehen hier, offensichtlich sind wir angreifbar. Allein dieser Befehl hier auf dem Server reicht völlig aus, um rauszufinden, ob ihr angreifbar seid. Und dieses kleine Skript hier, was nicht wirklich lange läuft, also ich meine hier, wir sehen, wie lange das läuft, reicht aus, um rauszufinden, ob der ganze Server auch erreichbar ist. Also, wenn ihr hier ein Open habt bei TCP, dann seid ihr sowieso komplett kaputt. Und ja, wir wollen das Ganze jetzt natürlich fixen. Das machen wir über eine Firewall. Und zwar natürlich wieder auf dem Server, also logischerweise wollen wir die Firewall auf dem Server haben. Wir wollen jetzt nämlich erstmal UFW, wir benutzen UFW als Firewall, das habe ich in meinen Tutorials auch immer so gemacht. Deswegen bleiben wir hier dabei. UFW, Deny und dann wollen wir den kompletten Port einfach sperren. Das ist sinnvoll, allerdings wollen wir natürlich trotzdem, dass Memcached weiter funktioniert. Das heißt, wir wollen weiterhin den, wir wollen weiterhin sozusagen von Localhost die ganzen Dinge erlauben. Also 127.0.0.1 ist erlaubt, diesen Port, ist es erlaubt, diesen Port zu benutzen, also 11.211. Und genau, jetzt könnt ihr natürlich hier, ups, da fehlt Port to any Port. Genau, und jetzt könnt ihr natürlich hier auch noch irgendwelche Proxy-IPs oder sowas, die ihr hier haben wollt. Also falls ihr tatsächlich irgendwelche anderen
Proxy-Server braucht, die dann eben hier drauf zugreifen, könnt ihr hier natürlich statt 127.0.0.1 auch noch diese Proxys einstellen, denen ihr vertraut, dass sie diese Memcached-Lücke nicht ausnutzen oder sowas. Das könnt ihr definitiv machen. Ja, und ja, jetzt könnt ihr das Ganze eigentlich nochmal machen. Das heißt, ihr könnt jetzt von irgendeinem Host, der eben nicht Localhost ist, einfach dieses Command nochmal ausführen. Also ich kriege jetzt hier natürlich immer noch alles wieder raus. Warum kriege ich alles raus? Naja, ganz klar, weil ich einfach hier Localhost sozusagen bin. Das heißt, ich darf natürlich drauf zugreifen. Ich habe mir die Erlaubnis gerade gegeben. Aber, vergesst auch nicht, UFW danach nochmal zu enablen. Genau, aber das habe ich euch sowieso schon in meiner Server-Einrichten-Playlist gezeigt. Genau, und ich habe jetzt hier natürlich von Localhost immer noch die Möglichkeit, alles zu machen, was ich haben möchte. Allerdings möchte ich natürlich, dass nicht jeder andere einfach das auch machen darf. Und deswegen habe ich eben genau das jetzt gerade gemacht. So, und ja, das war jetzt so eine kleine Anleitung, wie ihr das Ganze zumindest bei euch wieder loswerden könnt. Amazon hat auch schon angekündigt, ihre AWS-Server sind jetzt nicht mehr angreifbar über diese Memcached-Funktionalität beziehungsweise über diesen UDP-Traffic. Und ja, deswegen wird jetzt hier auch tatsächlich sowas wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht mehr passieren können. Aber es ist natürlich schlimm genug, dass sowas überhaupt mal vorgekommen ist. Man muss natürlich auch sich irgendwie drum kümmern. Okay, das war's von meiner Seite wieder mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bitte lasst mir Ergänzung oder sonst irgendwas, falls ich irgendwas bei meiner Recherche nicht gefunden habe. Lasst mir das auf jeden Fall in den Kommentaren da. Ich werde die dann natürlich auch liken bzw. anpinnen oder wie auch immer. Und schaut auch da am besten nach, ob ich noch irgendwelche Informationen ergänzt habe oder sowas. Ansonsten danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass bei euch alles in Ordnung ist soweit. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.